zum endlosen Nicht-Einführen ins stille Sitzen. Ein heutiges Thema, das ist ein bisschen Mischmasch. Ich erlaube mir das in den lockeren Sommermonaten etwas auffasern zu lassen. Der Andreas hatte gefragt, und das haben wir gestern Abend auch schon gehabt, ob das innere Lächeln nicht das gleiche ist wie das äußere. Deswegen ein wenig inneres Lächeln heute. Dann hat Math803 auf die Loriot-Meditation einen netten Kommentar geschrieben. Seit der Vorstellung, also dass er viel ausprobiert hat und jetzt diese Vorstellung, wieder weg von diesen Vorstellungen und so, auch vielleicht für ihn der richtige Weg ist, wenn ich das richtig interpretiere. Das ist zumindest unser Weg. Ne? Das ist schon oft gesagt, warum. Das ist ein anderes Thema mit den Vorstellungen und Visualisierungen, vielleicht irgendwann anders nochmal. Inneres Lächeln ist eben keine Vorstellung. Ne? Darum geht es, das könnte unser heutiges Thema sein, nochmal mehr in die Richtung zu gehen. Also das innere Lächeln ist im Daoismus tatsächlich etwas zu Kultivierendes, im Buddhismus nicht auf den ersten Blick so offensichtlich, aber steckt in den Brahma-Viharas und in diesem mehr systematisch überlieferten, was halt in der Meditation passiert, wenn man länger sitzt. Ja. Also die erste Vertiefung, dass es da erst so eine subtile Freude gibt und dann eine überwältigende Freude. Und die überwältigende Freude, da kommen wir in unseren 15 bis 45 Minuten seltenst hin. Da muss man länger für sitzen, aber das, ne, es lohnt sich nicht, wenn ihr unangeleitet einfach länger sitzt. Also ihr solltet wirklich, wenn ihr das irgendwie verlängert, das im Rahmen von einem Retreat machen, wo jemand ist, den ihr dann auch fragen könnt. Ja. Oder wenn ihr eben einen Lehrer oder eine Lehrerin habt, die quasi ein Go gibt, ne? dass jetzt für euch die richtige Entwicklung ist, jetzt irgendwie so ein eigenes Retreat zu machen von einem Wochenende. Man kann sich das ja mal einrichten, ne? Aber wie gesagt, macht da nichts, übernehmt euch nicht. So ist vielleicht die richtige Formulierung. Ne? Also forciert das nicht, weil es kommt nicht mit Forcieren, mit Gewalt. Also genau das sollte man vorher sich langsam abgewöhnen, ist das auch nicht. Ne? Also dieses, das Gras wächst nicht schneller, wenn man an ihm zieht, also dieser uralte Zen-Spruch. Man kann das nicht herbeiführen wollen. Es entsteht von selber. Und das innere Lächeln, wie gesagt, das entsteht schon, wenn man bei physischen Bewegungen, also bei langsamen physischen Bewegungen, sogar mit also Qigong langsam, Tai Chi langsam, Yoga langsam, aber sogar bei Nordic Walking langsam. Also solche Sachen kann eben Körper und Geist zufrieden kommen und dann entsteht wirklich, ich kann das nicht besser beschreiben, das ist ein Körperlächeln. Es ist ein durch und durch, aber nicht so laut, nicht so grob, sehr fein am Anfang. Es ist besser mit einer selten erlebten Zufriedenheit zu vergleichen. Und wenn ihr das in der Meditation langsam kultiviert, also immer wieder als Wegmarker, als Beacon, als Leuchtfeuer nehmt, wenn ihr merkt, das geht in diese Richtung, ich fühle mich gut. So gut, wie es jetzt heute geht. Wir sind im Leben und so, es gibt immer wieder Probleme, aber wenn ihr merkt, in dieser Session der Körper und der Geist kommen langsam, so wie es geht, zur Ruhe. Und so eine Gesamtkörper, so eine Herzenswärme entsteht,
dann seid ihr schon auf dem richtigen Weg. Und das ist nicht eingebildet, weil ihr müsst durch die Hindernisse, also die diesem Lächeln im Wege stehen, nicht massiv durch alles durch, wieder nicht mit Force, nicht mit Gewalt, sondern eins nach dem anderen, wie die Steine im Zen-Garten. Wir machen das gleich. Okay. Wir versuchen das mal, in diese Richtung zu gehen. Wie gesagt, lässt sich nicht forcieren, wenn ihr im Körper merkt, da ist Druck oder was, Sachen, die mich physisch belasten, meine Aufmerksamkeit sammeln, dann geht damit freundlich und gelassen um. Aufmerksamkeit dahin, wo dieser Druck ist. Freundlich damit sein und meistens löst es sich dann auf, weil das ist das, was der Körper will. Der will, will Aufmerksamkeit, deswegen äußert er sich in Druck bis Schmerzen. Schmerzen zum Arzt gehen. Also wenn es arzttaugliche Geschichten sind, aber wenn ihr eben schon bestimmte Stellen kennt und so, dann ist das gut. Eben nicht weghaben zu wollen, was schmerzt, sondern freundlich, aufmerksam und gelassen dahin gehen mit der Aufmerksamkeit. Ich vergleiche das immer wieder mit einem Freund im Krankenhaus. Ich kann den jetzt nicht heilen, aber ich gehe trotzdem zu ihm, sitze am Bett und bin einfach mal da für ihn, ohne dass ich was von ihm will, ohne dass ich will, dass irgendwas passiert, ohne dass er irgendwas will. Einfach da sein, freundlich da sein. Das ist das, was der Körper braucht. Eigentlich mit dem Geist genauso. Bloß der ist komplexer. Aber es gibt da 5 Hindernisse. Vielleicht irgendwann anders. Wir versuchen mal, das Leuchtfeuer des inneren Lächelns zu sehen. Einfach mal Körperwahrnehmung langsam, ihr kennt das, durch den Körper wandern lassen, die Aufmerksamkeit. Ich fange immer mit den Fußsohlen an. Immer die Fußsohlen. Gelenke, Fußgelenke. Die Unterschenkel. Knie, Oberschenkel und ganze Beckenbereich. Ihr müsst am Anfang nicht stocksteif sitzen. Wenn ihr merkt, ich möchte mich ein wenig bewegen, vielleicht löst sich dann was, dann macht das. Besonders wenn ihr 20 oder 30 Minuten sitzt, dann ist das ja okay. Ihr kommt ja dann doch schon langsam zur Ruhe. Also seid freundlich mit dem Körper, wenn ihr euch ein wenig bewegt. Vielleicht tut es ihm ja gut. Den unteren, den mittleren Rücken. Der ganze Brustkasten. Durch die Schulterblätter und die Arme, die Finger, vollständig atmen, einmal den ganzen Kopf, also überall kurz aufmerksam horchen, Schläfen, Augenbrauen, Nase, Wangen und die Bereich um die Augen, der ist ziemlich wichtig. Könnt ihr entspannen.
Anstrengung, an Spannung entsteht oft zuerst an den Augen. Wenn ihr entspannte Augen habt, vielleicht gibt es jetzt schon kleine Lachfältchen um die Augen. Man sieht das von außen nicht. Ja. Dann seid ihr bereits jetzt auf dem Weg zum inneren Lächeln. Ja. Der Geist ist in Ruhe, weil er nach diesem Lachfältchen sucht. Der Körper ist zufrieden, weil er kleine Lachfältchen zulässt. Und so bleibt nur der Körper, wie er da atmet. Wenn ihr wollt, könnt ihr diesen Bereich ein bisschen eingrenzen, zum Meer fokussieren. Aber ich lasse das meistens auch von selber entstehen. Bin zufrieden, wenn der ganze Körper atmet. Und so sitzen wir noch 2 Minuten in Stille mit dem Körper, wie er da lächelt. Und jetzt die Frage, wie war das jetzt ohne einen inneren Monolog? Und dann öffnet langsam eure Augen. Einmal 7 Minuten in Stille sitzen. Also keine Vorstellung von irgendwas, sondern feststellen,
was da ist. Und ja, man kann ein wenig die Richtung bestimmen. Aber das ergibt sich mit der Zeit durch das Wissen darüber, wie dieses innere Wetter funktioniert. Also Körperempfindungen, Gefühle, Gedanken, Denkmuster. Und man wird da drin besser, wenn man so will. Das Leben wird einfacher, hoffentlich, aber langsam. Ganz langsam, Schritt für Schritt in Richtung Zufriedenheit und Gesundheit. Ich muss hier wieder Technik machen.